Moin und willkommen zurück zu Satisfactory. Und so langsam geht mir das echt auf den Keks mit dem Montage-Leitsystem, weil die zu langsam funktionieren. Und ich habe keinen Überblick mehr, was, wo, wie verläuft, welche Bänder. Das war. Das Problem ist, ich habe den Weltraumlift am Ende unterschätzt. Und so nach dem Motto, ja, das geht schon irgendwie nebenbei, läuft es dann schon. Wenn man sich mal hier die ganze Anlage anschaut, ist es mittlerweile über 3 Stockwerke. Und es läuft immer noch zu langsam. Und jetzt einfach zu sagen, ich baue weiter und baue weiter und baue weiter, das endet im kompletten Chaos. Ich würde jetzt sagen, wir machen nochmal 2 Fabriken von diesen Steuereinheiten, damit wir dann da unten irgendwo noch eine zweite Fabrik zum Laufen bekommen, damit es oben schneller geht. Das Problem ist, ich kann das jetzt noch mal. Ich könnte mir das hier alles überall abzwacken. Man sieht schon, bei den Computern reicht's, wird's da schon knapp. Das wird nicht reichen, wenn ich da jetzt halt noch mal 2 hinbaue. Das kann nicht reichen. Ich brauche 10 Stück von diesen schweren Rahmen. Wie produziere ich denn? 7 und ich bin schon auf Anschlag. Das heißt, bevor ich das halt wieder rumpfusch und irgendwo alles abzwack und es geht sich hinten und vorne nicht mehr aus, mache ich jetzt halt eine Produktionskette von Grund auf neu. Damit ich weiß, alles klar, da passt auch alles. Also zweimal davon. Dann brauche ich auch noch ein paar Schnecken, okay. Gut. Da brauche ich aber was Platz. Aber ja, wo stelle ich denn das Blödsinn hin? Platz, Platz, Platz. Hier in diese Richtung. Aber das ist schon wieder Gift. Aber das könnte vielleicht gehen. Oder ich baue es in diese Richtung. Scheiße. Nein, ich baue es in diese Richtung. Genau. Nach hinten habe ich ja total viel Platz. Gut, hier so würde ich sagen. Da drauf, das wird zwar hinten und vorne nicht reichen. Da die sprenge ich gleich mal weg. Denn mit der Kaffeetasse geht das nicht. Gut, sehr schön, sehr schön. Schaut auch gleich ganz anders aus. Das Problem ist, mit was fange ich jetzt an? Ich würde sagen, wir fangen mit den. Was brauche ich denn? Moment. Jetzt brauche ich wirklich viel. Wir fangen von oben nach unten an. Automatische Verkabelung. Let's go. Ja, und dann brauche ich wie viel, dass ich das gleich weiß? 40 Stück. Sagen wir mal ungefähr. Das heißt, ich brauche dich hier. Jetzt einfach mal kurz hergestellt. 40 Stück. Das heißt, Dinge habe ich ja gefressen. Ich brauche. Du Scheiße. Das sind 10 sind 25, 30 sind 12, 17 Stück. Das heißt, ich brauche. Sieben. Nee, Quatsch. Ja, wir machen das Band voll. 700. Achso, 800 machen wir mal. 800 Kabel. Damit kann ich euch gleich anfangen. 800 Kabel. Wo bekomme ich denn jetzt 800 Kabel her? Vor allem 800 Kabel sind. Keine Ahnung. Weiße Katerium-Draht, wie läuft das ab? Katerium-Bahn. Das wäre natürlich krass. Das ist cool.
Das mache ich auch so. Ich habe, glaube ich, da hinten noch mal Katerium. Aber eine ersten Katerium-Quelle. Da hinten irgendwo müsste ich eine haben. Glaube ich. Ja. Perfekt, da mache ich das da. Und dann kann ich gleich da Katerium machen für die Platinen. Da hinten wäre noch mal eine. Die ist zu weit weg. Okay, gut. Genau, ich möchte nämlich hier noch eine zweite Anlage haben. Das Band läuft jetzt so langsam mal voll. Dann kommen da ungefähr vier raus. Ich mache das gleich mal. Ich mache das gleich mal. Das machen wir am besten so, oder? Ja, mal weg. Ich glaube, das ist am besten, wenn ich das echt von Grund auf neu mache. Sonst kenne ich mich irgendwann nicht mehr aus. Ich kenne mich eh schon nicht mehr aus. Das ist ja das Problem. Genau, zack, zack. Wo bist du? Ja, das ist jetzt schief. Das ist mir jetzt wurscht. Beziehungsweise, nee. So passt es. So passt es auch nicht. Ach, leck mich am Arsch. Nicht mehr in diesem Spielstand. Gut, aber du passt. Dann gehst du da rein. Genau. Hier. Die kann ich da mal reinhauen. Die brauche ich jeden je. Obwohl, ich nehme mir nochmal ein Stack mit, weil ich wollte ja doch mal jetzt endlich testen, wie das ausschaut. Mit diesem programmierbaren Splitter, was man da machen kann. Muss ich noch freischalten. Wie rum gehe ich denn da am besten? Hier so hin, hä? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist doch absolut scheiße. Nee. Nee. Das machen wir anders. Wir machen auch das anders. Das schaut einfach kacke aus, alles. Hier weg. So. Dann nehme ich jetzt hier Fusionator. Mache ich das ganz klassisch. Zack. So, glaube ich, oder? Das passt sogar von der Höhe. Ja, cool. Dann kann ich da runtergehen, sauber. Ja, jetzt schaut es schon besser aus, auf jeden Fall. Gut, hier kommen auf jeden Fall dann auch nochmal Schnecken rein. Das mache ich dann ganz am Ende. Ab zum Katerium. Nee, halt, ich habe es gerade gesagt und habe es wieder vergessen. Ich wollte ja mal gucken, wegen den Supercomputer, wegen den Splitter, den programmierbaren. Oh, der Supercomputer, wenn die mir noch ausgehen. Die werden mir ausgehen, definitiv. Was brauche ich denn für einen MK3-Miner, dass ich das gleich dabei habe? Okay. Oder das Lager hier ist noch. Nee, da ist nichts mehr drin. Es ist aber noch voll. Ich nehme mal noch ein Stack mit. Ein Montageleitsystem. Das mache ich als allerletztes mit der Hand wahrscheinlich. Gut.
Dann brauche ich diese. Moment, die Liste leere ich jetzt mal. Oh, die verschmolzenen Rahmen, die sind oben. Okay, scheiß drauf. Nee, ich brauche einen MK3-Miner. Weil ich so viel Kabel brauche, muss ich es nochmal hoch. Hilft nichts. Mist. Und ich denke mal, die Stahlrohre und so, die werde ich auch brauchen. Die kann ich mir wahrscheinlich noch aus dem Zug holen. Obwohl es da bestimmt schon langsam kritisch wird. Wo sind denn die? Die sind hier irgendwo. Also hier sollte ich mal noch irgendeiner auskennen. Hier sind sie. Ne, sind sie nicht. Lol. Dann sind sie hier. Das, wenn ich in den Schredder hau, das gibt Punkte. Puh. Genau, man kann doch mit denen den irgendwo hinbauen. Genau. Weil die nukleare Paste, die habe ich jetzt über. Die könnte ich, ach so, ich kann die so noch machen. Die kann man für nichts gebrauchen, oder? Scheiße, naja. Egal. Egal. Dann schnell zur Base, in Anführungszeichen. Jetzt bin ich gespannt. Ich dürfte alles für die Forschung haben. Erstmal gucken, wo es war. Hier. Gerade so. Nice. So. Jetzt kann ich nicht bauen, weil es nur Rahmen fehlt, aber da habe ich welche da. Hier. Was für ein Unterschied? Ich kann auch das genau das gleiche machen. Ach, ich kann da wahrscheinlich mehrere machen. Ja, ja, genau. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Beim normalen Splitter, bei den Intelligenten, kann man in jede Richtung einen. So ein Item auswählen und beim Programmierbaren halt so viel wie man will. Naja, gut. Ich sehe da keinen Verwendungszweck aktuell. So, wo war das Kriterium? Da hinten irgendwo. Nochmal scannen, aber ich glaube, ich bin halbwegs richtig. Genau. Hey, warum bin ich eigentlich zu dem weit dahinter gegangen, wenn da einer viel näher ist? Oder habe ich den durch Zufall getrunken? Keine Ahnung. Ah, ich weiß wieso. Weil man das erst wegsprengen muss. Oh, Schnecken. Ich brauche jetzt echt alle Schnecken. Ernsthaft jetzt. Ich häng fest. Oh nein. Ach gut. Ja, man kann sich auch selbst töten, dann wenn man festhängt, aber dann hätte ich wieder alles herlaufen müssen und... Gut. Perfekt. Ach Gott, doch nicht perfekt. Komm, sei eine gute Miene, sei eine gute Miene. Danke. Hier ist kein Tier drauf.
Okay. Gut. Ach, ich brauch den Miner noch. Lol. Gut. Hätte gleich Strom mitnehmen können eigentlich, aber. Naja. Ja, so weit ist der Strom nicht weg. Da hinten ist er ja schon. Dann mache ich das so. Ich ziehe von der Plattform gleich. Ich habe nicht mehr viel Eisenplatten dabei. Gut, aber ich bin gleich in der Base. Mache ich das so. Oh, und natürlich, obwohl bei so einer Masse an Kabel mit einer Drohne. Ich glaube, das macht nicht so viel Sinn, oder? Oder doch? Doch, halt 800 Kabel pro Minute. Das ist halt ungefähr die maximale Kapazität, was die Drohne hat. Und die braucht länger als eine Minute hin und her. War ich da schon? Das wäre es jetzt. Direkt an der Base nochmal. Geil. Jetzt habe ich Blütenblätter, nochmal Blütenblätter eingesammelt. Gleich weg. So, ist hier irgendwas nochmal? Nee. Hier wäre Kupfer, was ist das für eine? Dann hätte ich es auch so machen können, lol. Und rein, aber. Nee, dann nicht. Gut, dann mache ich es so wie jetzt geplant. Lass mich da hoch. Habe ich hier in der Nähe eigentlich noch Eisen? Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ultra viel Eisen, was geht denn da ab? Da schaue ich auch gleich mal, dann kann ich da die Module anrahmen und so auch noch gleich machen. Also ich habe irgendwann ein Trauma von diesen modularen Rahmen. Das schaue ich doch glatt mal hin. Vielleicht finde ich ja eine Schnecke, also ich brauche echt noch ein paar Schnecken. Hier ist überall Eisen. Unrein, aber naja, gut. Unrein, unrein. Vier Stück, was geht ab? Unrein. Alles unrein, naja, gut, aber dann bekomme ich schon was zusammen mit vier Stück. Was haben wir hier drüben? Auch nochmal Eisen, was geht denn hier ab? Unrein. Auch noch mal 6 Stück. Okay, das ist krass. Da kommt auch noch mal ein Filter. Und hier hinten habe ich auch irgendwo noch, glaube ich, Kalkstein. Ja, dann baue ich hier so einen kleinen, ja, Mini-Base. Oben ist auch noch mal Eisen. Also mit 8 unreinen Eisen komme ich trotzdem weit, glaube ich. Ich gehe noch ein bisschen weiter darüber. Gehe ich nicht, weil ich kein Eisenplatten habe. Ja gut, aber die Base ist ja gleich da hinten. Und Kohle, wenn ich bräuchte, könnte ich eigentlich von da noch abzwacken. Weil da läuft ja, das ist MK3-Band, das läuft ja nicht mehr wirklich. Bei dir bin ich echt oft gestorben, ganz am Anfang. Das wirst du jetzt büßen. Danke. So.
Oben ist eine blaue Schnecke, die hole ich mir auch gleich. Da wir auch nochmal Kalkstein. Brauche ich für die Stahlbetonträger auf jeden Fall. Aber ohne rein, ne? Das ist ekelhaft. Also wirklich viel habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Aber man weiß, man kennt jetzt den Plan. Schnauze. So, Eisenplatten. Doch, ich betone auch noch. Ja. Mitnehmen. Wo kommt denn das ganze scheiß Kupfer eigentlich her die ganze Zeit? Auch unrein. So. Ja, mal alles mitnehmen. Platz habe ich genug. Auch brauche ich nie. Die brauche ich auch nicht. Aber Kabel brauche ich. Und ich nehme noch gleich Munition mit. Ja, Munition habe ich genug. Also wirklich. Da muss ich nicht nochmal irgendwo hin. Gut, Katerium-Kabel habe ich auch noch nie gemacht. Okay, passt. Ich dachte, ich habe hier Schnecken drin. Und es staut sich. Das wäre total dumm gewesen. Aber zuzutrauen wäre es mir gewesen, ja. Gut. Theoretisch kann ich auch, wenn es hart auf hart kommt und Kohle brauche, kann ich das Kraftwerk auch auslaufen lassen. Den Strom brauche ich eh nicht, glaube ich zumindest. Also bis jetzt brauche ich keinen Strom. Nicht so viel. Gut, aber es kommt ja auch noch einiges dazu, das darf man nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich brauche. Das sollte jetzt reichen. Habe ich wieder keinen Strom hergezogen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall einen Haufen Schmelzöfen. Dann warte mal, Moment, Splitter. So. Und da kommt es, genau. Bist denn du? Naja, jeder wie er will. Das passt. Wir gehen mal da runter irgendwie. Halt, ich muss nochmal drauf, scheiße. Weil hier pumpe ich auf jeden Fall 720, das ist halt krass. MK3 Miner und plus eine Schnecke. Gut, da kommen jetzt wie viele Bahnen raus? 15. Und es wäre jetzt halt echt geil, wenn ich aus 15 Bahnen. Perfekt. Genau. Dann mache ich das nämlich so mit diesen Abständen. Dann brauche ich nicht so viel Splitter und Fusionatoren, dann geht das immer direkt weiter gleich. So viel brauche ich da gar nicht, oder?
Also jetzt nur mal davon. Ich könnte natürlich auch komplette Anlage hier so bauen. Das würde auch gehen, glaube ich. Schau ich mal. Schau ich mal. Autosave, nice. Ach nö, die Förderbänder gehen wir gleich aus. Ach, ich bin so dumm manchmal. Gut. Schnell die ganzen Rezepte einstellen. Da muss ich mal rausrechnen, wie viel ich eigentlich brauche. Weil da kommen jetzt, wie viel immer raus? 120, oder? 120. Das sind dann 240, 360, 480, 600, 720 kommt da raus. Dann ist das Band eh schon voll. Brauche ich ja noch mehr Platz. Meine Forschung müsste eigentlich gleich mal fertig sein. Gut. Dann brauche ich Kabel. Mal gucken, ob das auch so geht. Das wäre natürlich geil. Aber ich glaube nicht. Nee, nee. Nee, nee. Oh, Forschung ist fertig. Genau, ich brauche nämlich bloß 60 Draht. Kacke. Moment, Forschung. Jetzt kommt ein alternatives Rezept für Kabel oder was wollen die mich rollen? Gummi halt, ja, okay, das ist nicht so geil. Und vor allem. Wo? Hier. 100 Kabel pro Minute mit nur 5, aber ziemlich viel Gummi. Hier. 45 Draht, wie viel kommt denn da einmal raus? 60, gell? 120. Weiß Gummi. Ich möchte das Gummi halt nicht wegnehmen. Nee, nee, ich mach das anders. Weil ich habe hier hinten noch einen Gummipuffer, da irgendwo. Und den verwende ich dann für die Produktion hier. Weiß nicht, Platine oder so ein Scheiß. Okay, Moment. Moment. Das muss ich jetzt. Wird doch größer als gedacht. Es ist ärgerlich, dass das nicht passt mit den Rezepten. Dann geht hier erstmal alles wieder zusammen. Muss ich doch so viel Fusionatoren und Splitter bauen. So. Oh Mann. Und dann brauche ich jetzt. Zwölf. Konstruktor. Bekomme ich die nochmal dazwischen? Ja. Schon, oder? Ach du Scheiße. 4, 5, 6, 7, 8, 9, fuck, 10, 11, 12. Gut. Mache ich als allererstes mal hier die Splitter noch hin. Ich hatte sie schon in der Auswahl. Die hätte ich mir eigentlich binden sollen, aber jetzt ist auch schon wurscht. Schön unten schnelle Auswahl. Weil die 4 zum Beispiel, die nutze ich nie. Und die Hypertube auf der 8 auch nicht. Egal.
Gut, dann hätten wir das hier auf jeden Fall. Ach, ich muss auch alles verkabeln. Beide noch? Ja, kommen. Gut, hier sind die Rezepte ja ausgewählt, genau. Jetzt brauche ich noch 12 mal Kabel, oh mein Gott. Dann alles verbinden und dann habe ich 12 mal 30, das sind 360. Das ist, ja, sagen wir mal die Hälfte. Das ist die Hälfte. Die Anlage muss ich dann nochmal bauen, quasi. Ja, okay. Gut, Splitter hier so, oder? Geht das? Ja. Oh, dann haben wir schon mal das größte Problem mit den Kabeln hinter uns, weil das ist echt lästig gewesen. Ich jetzt das mit Kupfer machen müssen, hätte ich wahrscheinlich jetzt an den Arsch der Welt müssen, weil so viel Kupfer ist ja nicht mehr, außer diese unreinen Quellen da jetzt unter mir. Damit komme ich ja nichts hin. Genau, und dann geht das. Nee. Oh, das war dumm. Lass ich die beiden jetzt nochmal abscheiße. Dann bleibst du so und du bist so. Jetzt ist es doch schon wieder falsch. Ich flipp aus. Bin ich jetzt dumm oder bin ich dumm? Keine Kommentare. Es geht doch da rein. Ach so, es muss hier. Ich bin dumm. So muss es ja. Genau. Und du gehst dann quasi hier so rein. Scheiße, jetzt gehen wir die Platten aus. Die sind jetzt ziemlich weit weg. Ich sehe zwar von hier den Container, das ist echt heftig, da hinten irgendwo, glaube ich, oder hier so, wie weit man sehen kann. Und es läuft eigentlich ziemlich ruckelfrei, das Spiel. Heftig. Genau, hier geht die Kohle auch hin für die Fahrzeuge. Oh, das waren noch Zeiten, das war geil. Den Fahrzeugen. So, die ersten Fahrzeuge. Da könnt ihr ja mal eine Challenge machen und sagen, bis zur goldenen Tasse alles nur mit jeweils einer Mine. Da kommt halt nichts an. So, nur eine Eisenmine, eine Kupfermine und so weiter und so weiter. Es dauert ja 100 Jahre. Aber es geht. So, hier staut sich auch alles. Naja. Ich nehme einfach alles mit, was soll's. Sonst den Rest habe ich ja gut. Alles wieder zurücklaufen, lol. Hier irgendwas in meine Richtung? Nee. Auch noch mehr Schnecken, aber ich glaube, jetzt habe ich hier in meinem Gebiet eigentlich alles. Glaube ich. Sieben Stück hätte ich noch. Naja.
Endlich muss ich farmen gehen. Habe ich aber eigentlich keinen Bock drauf. So. Genau, dann kommst du nämlich so dahin. Das war eigentlich nicht geplant. Eigentlich wollte ich, dass der gleich da lang geht, aber ist so, ist auch wurscht. Also. Ich glaube, das wäre vielleicht sogar intelligenter, das mit zwei Drohnen zu machen, dass jeder Abschnitt seine eigene Drohne hat. Ich glaube, das mache ich auch so. Ja. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das nicht bauen kann. Sogar zweimal. Leute, was ist denn hier los? Aber ich will noch ein bisschen mehr Platz haben. So. Daneben gleich einer. Passt das? Perfekt. Gut. Jetzt brauche ich die ganzen Fusionatoren wieder. Lel. Nee. Das war falsch. So kurz. Genau. Und es zieht sich immer so. Beziehungsweise, was heißt, es zieht sich? Das dauert 2 Minuten, aber. Es ist ein bisschen eintönig. Sogar noch alles verkabeln, dann haben wir schon die erste Hälfte. Ja, das ist mit 2 Drohnen, glaube ich, schon besser. Oder? Eigentlich geht es auch mit einer. Ich mach's mit 2, was soll's. Genau so. Perfekt, Rezept habe ich ja alle eingestellt, richtig? Genau. Du hast noch alles verkabeln. Na, komm doch her jetzt. Ja, ich baue Fabriken und Fabriken und Fabriken und Fabriken und irgendwann muss doch mal mein Strom wieder in die Gänge kommen. Also, was heißt in die Gänge kommen? Probleme bekommen. Stellen wir hier gleich nochmal einen her. Zack. So, alles anschließen, jetzt noch schnell.
Dann das gleiche nochmal. Sollte jetzt aber schneller gehen. Jetzt habe ich ja. Jetzt weiß ich ja, was ich machen will, was der Plan ist, wo ich hingehe. Erstmal so. Jetzt fehlt mir Katheriumdraht. Lol. Mache ich es halt. So. Autosave. Scheiße, Entschuldigung. Geht das? Ach, ich mach's so. Gut. Das heißt, es müsste jetzt langsam. Leuchtet alles gut? Komm. Gib Gas. Jetzt. Und dann müsste da jetzt Kabel kommen. Das warte ich jetzt noch kurz ab. Aber ich habe alles richtig angeschlossen, glaube ich. Das müsste schon passen, ja. Hier kommt der Draht. Der geht quasi hier rein. Ja, und da kommt das Kabel. Gut, dann haben wir die erste Hälfte von den Kabeln fertig. Und dann nochmal das gleiche. Passt, geht eigentlich. Na gut, ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.